Hallo und herzlich willkommen zum neuen Lernvideo. Heute geht es um das Thema Wasserkreislauf. Genauer gesagt um die Wasserverteilung auf unserer Erde, natürlich dem Ablauf des Wasserkreislaufs und zum Schluss erkläre ich dir die Aggregatzustände. Das ist übrigens Familie Braun. Sie wird uns durch alle Lernvideos begleiten. Hast du schon meinen Kanal abonniert? Wenn nicht, kannst du es gerne tun, sodass du immer gleich von neuen Lernvideos erfährst. Ist natürlich kostenlos. Das passende Arbeitsblatt zum Lernvideo findest du in der Infobox. Jetzt geht's aber los. Familie Braun lebt so wie du auf dem Planeten Erde. Manche nennen unsere Erde auch den blauen Planeten. Weißt du warum? Stoppe jetzt das Video und überlege. Ganz richtig, unsere Erde heißt auch blauer Planet, weil sie vom Weltall aus blau aussieht. Das liegt an dem vielen Wasser. Es gibt mehr Wasser als Land auf unserem blauen Planeten. Dieses Wasser wird in Salz und in Süßwasser unterschieden. Was denkst du? Gibt es mehr Salz oder Süßwasser auf unserer Erde? Stoppe jetzt das Video. Vielleicht wusstest du es noch nicht, aber es gibt viel mehr Salzwasser als Süßwasser. Der große hellblaue Teil ist alles Salzwasser und nur die kleinen 3% sind Süßwasser. Mit Salzwasser können wir nicht viel machen, außer darin im Meer baden. Ein großer Anteil vom Süßwasser ist auch noch gefroren in Gletschern und Eismassen. Das heißt, zum Trinken und Waschen nutzen wir den kleinen Teil Süßwasser auf unserer Erde, der übrig bleibt. Deshalb gehe sorgsam mit Wasser um. Die Menge an Wasser bleibt aber immer gleich. Seit Jahrmillionen ändert sich nichts daran. Das Wasser verändert nur seine Gestalt und das erkläre ich dir später. Jetzt möchte Familie Braun endlich verstehen, was dieser Wasserkreislauf ist. Dass es immer gleich viel Wasser bleibt, wissen Sie jetzt bereits. Aber was passiert denn jetzt genau? Damit der Prozess funktionieren kann, brauchen wir etwas ganz Wichtiges. Hier auf dem Bild fehlt es noch. Stoppe jetzt das Video und überlege. Es ist die Sonne. Wir brauchen unbedingt die Kraft der Sonne. Die Sonne treibt das ganze System an. Und so funktioniert's. Das Wasser in den Meeren und Seen wird von der Sonne erwärmt. Dadurch verdunstet das Wasser an der Meeresoberfläche. Der erste Schritt ist also die Verdunstung. Der Wasserdampf steigt hoch in die Luft. Weiter oben in der Atmosphäre ist es kälter und der Wasserdampf kühlt wieder ab und bildet winzige Tröpfchen. Die Tröpfchen sammeln sich im Himmel an und bilden Wolken. Das ist die Kondensation. Der Wind treibt die Wolken zum Beispiel Richtung Land. Die Wolken werden immer größer und regnen sich irgendwann ab, wenn sie die vielen Tröpfchen nicht mehr halten können. Das nennen wir Niederschlag. Ist es zu kalt, kann es auch schneien oder hageln. Ist der Regen am Boden angekommen, fließt er in Bächen und Flüssen zusammen. Auf einer Wiese versickert das Wasser und gelangt in tiefe Bodenschichten. Dort bildet sich das Grundwasser. Aus den Bächen und Flüssen fließt es irgendwann in einen großen See. Dort sammelt sich das Wasser an. Auch das Grundwasser kommt irgendwann wieder an die Oberfläche und fließt weiter. In diesen Ansammlungen, egal ob Pfütze, See oder Meer, kann dann das Wasser wieder verdunsten und der Wasserkreislauf beginnt von vorn. Also gehen wir den Kreislauf nochmal durch. Am Anfang haben wir eine Ansammlung von Wasser. Das wird durch die Sonne erhitzt und verdunstet. Es kühlt in höheren Luftschichten ab und kondensiert. Die Wolken, die dadurch entstehen, regnen sich ab, sobald es zu viele Tröpfchen werden. Das Wasser versickert entweder im Boden oder sammelt sich direkt irgendwo an. Das Wasser muss nicht unbedingt versickern, deshalb habe ich die Versickerung eingeklammert. Schon kann der Kreislauf wieder von vorne beginnen. In unserem Wasserkreislauf verändert das Wasser ständig seine Gestalt. Man nennt das auch die verschiedenen Aggregatzustände des Wassers. Es gibt drei Stück. Fest, flüssig und gasförmig. Fest ist das Wasser, zum Beispiel als Eis. Flüssiges Wasser kannst du trinken und gasförmig wird Wasser, wenn du es beim Nudelnkochen erhitzt. Kennst du auch schon die Übergangsformen? Also wie nennt man den Vorgang, wenn Wasser von festem Eis zu flüssigem Wasser wird? Stoppe jetzt das Video und überlege, was für Wörter auf die Pfeile kommen. Auf den ersten Pfeil kommt das Wort Schmelzen. Wenn Wasser vom flüssigen Zustand zum gasförmigen Zustand wechselt, dann verdampft es. Man kann auch verdunsten oder sieden sagen.
wird das Wasser vom gasförmigen Zustand wieder flüssig, dann kondensiert es. Wasser, das zuvor flüssig war und dann fest ist, das gefriert. Ich hoffe, du hattest Spaß und hast etwas dazugelernt. Gerne kannst du mir jetzt einen Daumen nach oben geben, meinen Kanal abonnieren und beim nächsten Mal gleich wieder einschalten. Den Link zum Arbeitsblatt findest du in der Infobox. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!